Ja, erstmal würde ich sagen, heute ist Matchday. Zwischenvideo vor dem Spieltag, vor dem Spiel gegen Leipzig. Seat Haksabanovic, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, kommt dazu Werder. Ich erzähle es euch nach dem Intro, nach der Begrüßung und let's go. Ja, meine Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich, Herr Nico, ein Video vom Spiel, was ist los? Ja, also erstmal hätte ich heute so oder so ein Video vom Spiel gemacht, dadurch, dass ich erst um 3 Uhr online sein kann. Und beziehungsweise bei euch haben wir jetzt gerade ja schon Samstag, so ihr wisst. Und ja, es kam gestern tatsächlich ein Transfergerücht auf, beziehungsweise heute, ich weiß es nicht genau, wann es genau aufkam. Aber der gute Mann heißt Seat Haksabanovic. So, 4 Millionen Mark wert, 21 Jahre alt, 1,74 groß, spielt in der schwedischen Liga, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bei IFK Norrköping. Habe ich auch richtig ausgesprochen, ist klar, ne? Guckt gar nicht nach, Jungs, ihr wisst Bescheid. Ja, von 5 möglichen Spielen hat er 4 gemacht, 5 Tore, eine Vorlage, jetzt zuletzt. Hat einen Vertrag bis 2024, wäre noch gut zu wissen, glaube ich. Und im Allgemeinen gab es einen Artikel, der rauskam oder der erschienen ist, wo drin stand, dass Werder wohl sogar schon eine Offerte abgegeben hat. Also man spricht jetzt nicht nur von Interesse, sondern man hat wohl ein Angebot schon abgegeben. Ich weiß nicht genau, warum man von einer Ablöse bei dem von 3 Millionen spricht, wenn er 4 Millionen Marktwert hat und noch einen langjährigen Vertrag. Aber das wird wohl seine Gründe haben, denke ich mal. Andererseits muss man sagen, die Eckdaten von ihm sind halt extremst gut, ja, bin ich auch bei euch oder bei jedem, der das sagt. Ich finde aber ein, zwei Sachen darf man nicht außer Acht lassen. Und zwar, das ist immer noch die schwedische Liga, wo er spielt. Und ja, er spielt da gut. Und ja, wie gesagt, die Eckdaten passen. 4 Millionen Mark, wird jetzt alles auch nicht schlecht sein. Aber er ist A, ein Flügelflitzer. Also spielt auf den Flügelpositionen. Das kritisiere ich. Warum? Kann ich euch ganz einfach sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir nächste Saison mit Flügeln spielen werden. Von unserem aktuellen Kader her gesehen, bin ich der Meinung, dass wir nächste Saison in der Vorbereitung extremst auf die Rautenformation gehen werden. So, im 4-1-2-1-2. Und da gibt es als einzige ja, Position, die dann die Linie so ein bisschen beackern, die Achterposition. Und das aber auch sehr defensiv und natürlich auch zwar auch offensiv, aber da stellst du im Normalfall keine Flügel hin. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, weil gerade wir müssen das Mittelfeld erstmal zumachen können, bevor wir über sowas reden. Da spielst du dann mit einem klassischen Zehner und zwei Stürmern. Und dadurch, dass wir gefühlt wirklich, das heißt gefühlt, wir können es einfach mal aufzählen. So, wir können vorne nächstes Jahr im Sturm spielen lassen. Füllkrug, Selke, Sargent, Jojo Eggestein, der zurückkommt, Nick Woltemade, der Ehrendinci, je nachdem, was mit Osako ist, je nachdem, was mit Goller ist. Also ich denke mal schon, dass Goller zurückkommen wird. Alle Spieler, die du vorne als Mittelstürmer spielen lassen kannst und wahrscheinlich noch mehr. Das ist jetzt nur das, was gerade so direkt ja, in meinem Kopf war. Ne? Das heißt, von der Breite her sind wir da, haben wir da halt einfach zu viele Leute. Klar, es werden Leute abgegeben, deswegen habe ich Raschitz zum Beispiel jetzt auch gar nicht aufgezählt, weil das wäre eh klar. Und wenn dann, wenn dieser Herr hier kommen sollte, dann als Raschitz-Ersatz, so steht es in dem Artikel auch. Aber meines Erachtens nach brauchen wir eben keinen Flügel. Wir brauchen einen Sechser unbedingt, vielleicht je nachdem Achter, aber einen Sechser unbedingt dann für die nächste Saison und Außenverteidiger, wenn Theo vor allen Dingen geht, haben wir nur Ludde und Aru und das sind in Kovacs Rechnung beides Linksverteidiger. Selbst wenn du Aru dann nach rechts ziehst, dann hast du Aru und Ludde und als Ersatz für beide automatisch dann Leute aus der U23 oder Leute mit wenig Erfahrung statt jetzt. Das heißt, wir brauchen Außenverteidiger auch noch. Und dann muss man halt auch noch gucken, wer da noch so geht und wen man ersetzen muss. Das ist ja nur die Position, die man bis jetzt eher ersetzen muss. Aber wie gesagt, ich finde den Mann interessant. Ich glaube nicht, dass wir es ihn unbedingt gerade bräuchten oder nötig haben oder hätten, ihn zu holen. Aber ja, ich finde schon, dass wir darüber auch mal reden sollten jetzt, gerade nach dem Artikel. Und frage euch nach eurer Meinung. Wie seht ihr das? Habt ihr das Ganze eigentlich mitbekommen? Und schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr ihn holen oder sagt ihr auch, Flügel macht eigentlich wenig Sinn für die nächste Saison? Ihr wisst, ich feiere das sowieso. Von mir aus werden wir auch 1000 Meinungen hier gleich drunter haben. Und dann sehen wir uns später im Stream wieder um 3 Uhr. So, um 3 Uhr bin ich dann online. Bis dahin, euer Nico. Ciao. Und
drück mal die Daumen, ne? Gegen Leipzig heute vielleicht doch nochmal was zu holen. Ja, okay, bis gleich.